Okay, wir sind ja auch gleich besser da. Willst du den nächsten übernehmen? Ja. Ich versuch's zumindest. Gut. Haben wir hier eine Waffenkiste oder sowas? Irgendwas, was man einsammeln muss? Ne. Warum schießt du auf den? Um ihn von seinem Leid zu erlösen. Er hat noch gelebt, tatsächlich. Okay. Warte, ich schick eine Drohne vor. Ich nehme die Drohne. Ja. Da ist einer. Da. Tango getötet. Jetzt schleiche ich wirklich. So. Ich weiß, vielleicht ist es nicht unbedingt notwendig. Man könnte auch in alle Gegenden reinraschen. Wir haben sogar sehr einfache Spielmodi. Von dem her würde das gehen. Hier, ja gut, wir sind hier auch in der Provinz mit niedriger Sicherheitsstufe. Daher später wird es auf jeden Fall eher weniger lassen, gar nicht spannend zu machen. Besser ausgebildete. Wow, fuck! Judy und Polito sind ausgeschaltet. Schlag den Boss! Yeah. Dass es hier noch immer so getan wird, als wäre Rache keine Lösung, als fühlte man sich danach nicht besser? Klar. Tja, ich fühle mich großartig. Das Ende dieser Turteltauben-Horrorshow hat uns Punkte bei den Einheimischen gebracht. Melden Sie sich, wenn es was Neues gibt. Bogen Ende. So, ich habe eine Einführung bekommen. Das Kartell zerlegen. Sie haben Bouchon ausgeschaltet. Besiegen Sie die anderen Bouchons, um an die Leiter der Abteilungen und schließlich El Swanier zu gelangen. Erhalten Sie Überblick über das Kartell, indem Sie bei der Taktikkarte auf C drücken oder wegzoomen. Gut, wir haben ein Video verfügbar. Unsere Sicherheitsinfrastruktur wurde angegriffen. Ich fragte mich, ob La Plaga, unser Topsicario, der Sache gewachsen war. Oder ob ihn die sozialen Medien zu sehr ablenkten. Bist du zu beschäftigt mit Internet-Muschis, um deinen Job zu machen? Oder sind Muschis dein Job? Nein, Jefe. Er ist mein Bruder, Svenio. Lass mich das mal machen. La Plaga verstand, nur zu gut. Er hängte sich rein. Wer immer dahinter steckt, weiß, dass wir ihn finden werden. Weiß, dass wir für jeden Toten von uns 10 Zivilisten umbringen. Unschuldige gibt es für mich nicht. Der kleine Pendejo wusste nicht, welchen Schaden er verursacht hatte. Sound resumed. So, ich habe jetzt den Sound resumed. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit, aber das hört man in der Aufnahme, wenn ich das stumm schalte. Ist auch doof, habe ich gerade gemerkt. Jedenfalls, hier sieht man, das Kartell ist auf jeden Fall nicht zimperlich. Die hängen Menschen. Und was das ist, da will ich besser nicht zu genau hinschauen. Rinderhacksteak. Ja, bestimmt. Aus Freiland halt. Gemahlen mit einer MP, oder? Oder mit so einem MG. Mit einer MG-Aufstellung. Irgendwie fehlt mir die Minimap und so Zeug. Kommt das wieder, wenn ich aus dem Gebäude rausgehe, oder habe ich das HUD ausgeblendet? Wahrscheinlich hast du das HUD ausgeblendet, weil bei mir ist es. Boah, welche Taste war denn fürs HUD zuständig? Ach, das ist mal wieder typisch, ne? Also da muss man erstmal in die Einstellungen gehen. Da muss man hier mal schauen. Radio ein- und ausschalten. Standard zur Fußsteuerung. Wo ist denn das HUD? Bin ich schon. Ist mir scheißegal. Jedenfalls sitzt der Seemann in einer Bar und dreht sich zum Typen neben ihm. Willst du einen Marine-Witz hören? Der Typ antwortet, bevor du ihn erzählst, solltest du wissen, ich bin 1,80 groß, wiege 90 Kilo und bin Marine. Der Typ neben mir ist 1,90, wiegt 100 Kilo und ist auch Marine. Und der Typ daneben ist 2 Meter, wiegt 115 Kilo und ist auch Marine. Nun, sagt er, willst du den Witz noch erzählen? Der Seemann denkt nach und schüttelt den Kopf. Nö, sagt er, ich will ihn nicht dreimal erklären. So, dann schaue ich mal, dass ich das HUD umschalten vielleicht auf eine andere Taste lege, weil beim Stummschalten hat er das wohl umgeschalten. So, HUD. Ach Quatsch, nicht HUD, da kann man Voreinstellung angepasst. Zeigen, ja zeigen. Er soll mir das HUD zeigen. Fertig. Ich möchte zumindest wissen, was ich da rumverbreche.
Gut, folgendes. Wir sehen hier, unser Kollege ist draußen. Mhm. Das Gras schaut heute nicht so schön aus. Ja, finde ich auch. So, ich glaube, es geht weiter. Ja, ist jetzt bloß die Frage, in welche Provinz wir als nächstes wollen. Ach, wir haben die Auswahl. Ja, jetzt können wir überall hin. Ach, ich würde sagen, wir machen von von niedrigster Sicherheitsstufe bis zur höchsten. Okay, Schnee. Wie schaut's damit aus? Also in der Schneelandschaft, da hast du einmal Stufe 3, Stufe 4, 5 und so, aber direkt daneben ist Okoro, das hat zum Beispiel 2 und über uns ist Agua Verde, das hat auch nur 2 von der Sicherheit. Woran? Ah, okay. Wo ist Schnee? Pucara, Inca, Kamina, Malka, so in dem Bereich. Moment. Pucara, Inca, Kamina. Inca, Kamina steht gar nicht zur Verfügung, oder wie? Ist schon zur Verfügung, aber ist halt High Schwierigkeit. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen Pucara als nächstes. Einfach, um ein bisschen Schnee zu sehen, um ein bisschen Abwechslung in die Karte zu kriegen. Okay. Aber wäre ich jetzt dafür? Ja, dann mach mal Pucara. Okay. Ich bin auf dem Boden. Fliegen wir hin, oder? Phil? Ja. Ah, du bist drauf. Der musste mir vielleicht schon sagen. So, die Hubschraubersteuerung ist auch nicht besonders intuitiv. Wechsle ich erstmal meine Ausstattung. Weil ich kann ja auch den Zuschauern hier auch mal mein anderes Outfit, das ich mal in Langeweile erstellt habe. Für die, die Rainbow Six gespielt haben, also Rainbow Six Siege, die werden hoffentlich erkennen, wer damit gemeint ist. Zwei Marines wollen nach Houston fliegen. Marines und, ja. Und Flugzeuge. Bei der anderen, das ist der gute alte Clan. Kaum sitzen sie auf ihrem Platz, als ein Corporal der Army durch den Gang marschiert und sich auf den Platz neben sie setzt. Der Corporal zieht sich die Stiefel aus und macht es sich gemütlich. Die beiden Marines werfen einen Blick auf ihn und beschließen, sich einen Spaß zu machen. Als das Flugzeug in der Luft ist, sagt der Marine am Fenster zu dem Corporal: Hey Mann, könntest du mir wohl was zu trinken holen? Kein Problem, sagt der Army-Typ. Springt auf und geht zur Flugbegleiterin. Kaum ist er weg, nimmt der Marine einen der Stiefel des Corporals und spuckt rein. Das ist echt fies. Der Corporal kommt mit dem Getränk zurück. Kaum sitzt er wieder, als der zweite Marine grinst und sagt: Hey Mann, das Gesöff sieht echt lecker aus. Könntest du mir auch so eins holen? Und wisst ihr was? Der Corporal grinst nur. Klar, sagt er und springt auf. Kaum ist er weg, als der Marine den anderen Stiefel nimmt und einen dicken Klumpen reinrotzt. Die Marines lehnen sich zurück und genießen ihr Getränk. Ein paar Stunden später landet der Vogel und der... So einen Damm hätte ich hier nicht vermutet. Sie bewässern ihre Felder damit. Leicht überdimensioniert. Da hat wohl jemand die bolivianische Landwirtschaft ein bisschen überschätzt. Ja, das stimmt. Ist echt komisch. So, jetzt hat er... Wir sind hier auf dem Vorposten. Jetzt weiß ich bloß nicht, was unser nächstes Primärziel hier ist. Was müssen wir denn machen? Weil ich war noch nie in so einem Gebiet. Ich würde sagen, wir gehen nach Charamoco, genau. Zum Informationslager, oder? Genau. So, wir sehen, also die Landschaft sieht schon deutlich anders aus. Das war mir ein bisschen wichtig, um mal zu sehen, dass, wie die Abwechslung in den Gebieten ist. Weil, das habe ich auch gehört, dass die Landschaft sehr abwechslungsreich sein soll. Das wollte ich jetzt auch wissen. Ja, es ist auch ziemlich abwechslungsreich. Deswegen hat man sie auch für den Schauplatz hier tatsächlich geschaffen. Vorsicht, nicht zu nah. Wir sind hier relativ nah am Zivilisat. Ich würde sagen, ich sehe dich. Okay, hier direkt vor uns. Kennen Sie diesen
nervigen DJ Perico im Santa Blanca Radio? Die ISA hat den Standort seiner Hauptsendestation auf Bukara eingegrenzt. Also sollte Perico ganz in der Nähe sein. Was wollen wir von ihm? Überzeugen Sie DJ Perico mit Ihrem unwiderstehlichen Charme davon, eine Rede von Pacatari zu senden. Das wird sowohl den Rebellen Zulauf bringen, als auch das Kartell ziemlich dämlich dastehen lassen. Überzeugen, umdrehen und beeinflussen, ne? Hinweise auf Pericos Aufenthaltsort? Wir suchen noch, aber wir wissen nicht mal, wie er aussieht. Finden Sie ihn und benutzen Sie ihn. Ich melde mich, falls wir den Radiosender lokalisieren können. So, einen Moment, ich bin noch nicht da ganz dabei. Wir sind ein paar Narcos, neben der Kiste mit den Funkgeräten. Hast du schon eine Drohne fliegen lassen? Ja, aber das ist ja mit dem Störsender da. Bringt nicht viel. Genau, aber ich habe hier schon den Ort gefunden dafür. Okay, einen Moment, ich möchte auch mitmachen. Und hol dir den anderen. Stillhalten. Okay. So, erst reinziehen und dann niederschlagen. So. Nachschub, Funkausrüstung erstmal markiert. So, was wollen wir finden? Fertigkeitenpunkte oder Repellenoperation? Ich tue das mal Fertigkeitenpunkte. Ja, finde ich auch. Was mir so ein bisschen fehlt, muss ich zugeben, der Zusammenhang, wo wir in der Story jetzt hin müssen. Ja, storytechnisch ist es eigentlich jetzt so, wir müssen einfach jeden wegnatzen. Okay, aber wir müssen ja irgendwo einen Anhaltspunkt haben, wo wir mit der Story weitermachen. Ja, jetzt haben wir auch welche. Schau mal auf die Map. Hier wichtige Aufklärungsdaten. Der hat. Und die die TUS hat uns vor allem, also zumindest bei mir. Ja. Gelabert so von wegen. An der Spitze ist El Cardenal, ein exkommunizierter Priester, der zum Santa Muerte-Anhänger wurde. Er soll außerdem der geistliche Berater von El Sueño sein. Der andere Typ ist Ramon Feliz, war mal ehrlicher Journalist, bis er unerklärlicherweise anfing, Blogs für das Kartell zu schreiben. Boah, scheiße. Ein Rucksack weniger. Jetzt hast du das, okay, was halt als nächstes los ist. Und ein Video. Einen Moment, ja, ich schaue das Video auch an. Alle Priester hören sich gern reden, nicht wahr? Doch es heißt, Reden ist Silber. El Cardenal wusste das auch. Sein Volk war am Verhungern und er wollte irgendetwas tun. Er musste den Armen helfen. Woher die Hilfe kam, war ihm egal. Andere glaubten jedoch, er mache Geschäfte mit dem Teufel. Er wurde verstoßen, verlor Familie und Freunde. Lo perdió todo. Als ich ihn fand, war er völlig gebrochen. Er sollte bei Santa Blanca die Wahrheit des neuen Glaubens predigen. Von Geburt an sind wir mit dem Tod verheiratet. Und wir müssen ihn mehr lieben als unser Leben. Heiliger Tod, die Göttin der Finsternis, befreit dich von Krankheit und Übel. Überantwortest du ihr Herz und Seele? Er taufte mich im wahren Glauben. Er berät mich, ist mein Gewissen. Es stimmt. Der Einzige, dem ich voll und ganz vertraue. Der Papst. Yep. Einen Moment, ich schraube noch ein bisschen am Mikro rum. Ich mache das immer gerne zwischendurch. So. Ich habe noch nicht ganz... Die Drohne aus. Die Wichser stören die Drohne, krieg kein Signal. Wir haben hier noch irgendwo einen Jammer. Also, wenn du mir helfen kannst, das Spiel noch ein bisschen genauer zu verstehen. Also... Ich bin sehr lineare Spiele gewohnt, irgendwie. Also jetzt momentan... Unsere Story ist ja hier... El Sueño ausschalten. Und um den halt... Und das, beziehungsweise das Santa Blanca Kartell zu vernichten. Ja. Allerdings reicht es nicht immer bei sowas, den Hauptkopf einfach wegzunatzen, weil dann halt eben immer der Stellvertreter kommt und so weiter und so fort. Das ist klar. Deswegen müssen wir die ganzen Unterbosse alle wegnatzen, bis wir den Ober... und dann am Schluss den Oberboss wegnatzen. Dieses Gebiet hier ist zum Beispiel unter dem Kardinal und so aufgeteilt, also halt zum Thema Einfluss, also für Propaganda auch. Insbesondere in diesem Gebiet hier ist, glaube ich, sogar der Radio-DJ, den wir uns teilweise dann Geschwafel zuhören müssen, verantwortlich und gammelt. Und nun ja, den versuchen wir dann aus,
ausfindig zu machen, in dem Fall. Mhm. Damit der halt für die Rebellen dann Propaganda macht und so. Ja, okay, das habe ich vorhin auch noch mitbekommen. Jetzt ist die Frage, wie finden wir den? Indem wir hier Missionen machen.